Wir sprechen heute über drei Produkte, die ich mir vor. Ich habe gerade geguckt auf Instagram. Also Ende Mai habe ich sie mir gekauft. Und ich habe lange rumgemacht, weil sie halt wirklich teuer sind. Also für meine Verhältnisse sind es die teuersten Produkte, die ich jetzt verwende. Und welche Produkte das sind, das weißt du schon. Aber wie ich mit den Produkten zurechtgekommen bin und was ich dazu zu sagen habe, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über Theramid oder Theramide, wie du es aussprechen möchtest. Ich sage generell immer Theramid. Ich hoffe, das triggert dich nicht zu sehr. Und ich habe ein Set damals gekauft. Ich habe aber auf der Homepage geguckt. Dieses Set gibt es in der Form nicht mehr. Es gibt aber zwei andere Sets. Bestehend aus dem Ceramidprodukt, bestehend aus dem Hyaluronprodukt und bestehend aus dem Vitamin C-Produkt. Für mich wäre jetzt noch das Vitamin A-Produkt interessant. Das denke ich, werde ich mir auch irgendwann mal noch gönnen, wenn ich Zeit und Geld und Platz habe. Ganz wichtig. Dazu wird aber auch noch ein Video kommen, weil ich gerade Unmengen an Zeug aufhab. Und die drei Teile sind es dann geworden, weil ich konnte dann, ich bin dann immer, habe dann hin und her überlegt zwischen zwei so Sets, nehme ich jetzt lieber das oder nehme ich lieber das, aber ich wollte halt unbedingt das Vitamin C ausprobieren. Und man hat schon, man sieht schon so ein bisschen, das teste ich schon ein bisschen länger aus und das liebe ich halt leider sehr. Und ich würde am besten sagen, wir fangen einfach mit dem Vitamin C an. Ich versuche das heute so knapp wie möglich zu machen, denn wir haben drei Produkte und ich werde es hier einfach nur kurz vorstellen. Ich habe euch natürlich wieder die Inhaltsstoffe aufgeschrieben, was alles drin ist. Die Produkte von Theramid sind auf die Haut abgestimmt, pH-Wert zwischen 5 und 5,5, so wie deine Haut eben auch ist. Und hier sind natürlich Vitamin C-Derivate drin. Das ist aber nicht negativ. So, das kann genauso positiv sein wie pures Vitamin C auch. Aber das ist halt eben instabil. Und das könntest du nicht so lange aufheben. Deswegen sind so Derivate einfach besser. Und das Produkt ist echt irre. Muss man wirklich sagen. Ich habe schon am Anfang gemerkt, als ich es die ersten Male probiert habe, meine Haut reagiert sofort drauf. Das habe ich bei anderen Produkten wirklich nicht. Also, wenn du eh verschiedene Produkte immer wieder mal verwendest, dann weißt du halt auch manchmal nicht, was kommt von welchem Produkt. Aber das habe ich halt wirklich längere Zeit regelmäßig immer genommen. Besonders morgens zum Sonnenschutz, weil das eben den Sonnenschutz auch so ein bisschen pimpen kann. Und das hat echt wunderbar funktioniert. Wir haben ja so eine leicht milchige Formel. Und ist trotzdem super gut anwendbar bei Haut, die ein bisschen fettiger ist, weil ich habe eine Mischhaut in Richtung fettige Haut, bin halt jetzt über 40 schon und habe eben andere Hautverhältnisse wie jemand jetzt, der 20 ist oder so, dass es ungefähr weiß. Aber mit einzelnen 34, 95 ist das natürlich eine richtig teure Sache und man muss sich gut überlegen, ob man die Sache probieren möchte. Deswegen hat das bei mir wirklich lange gedauert. Ich habe für das Set 93 € bezahlt. Das ist ein bisschen billiger. Aber wenn man sich mal meinen Skincare-Haul von Colibri anguckt, das sind wesentlich mehr Produkte für weniger Geld. Ja, oder das von No. Das hat ja auch um die 80 € gekostet und ich habe mehr Produkte. Klar, in jedem einzelnen Fläschchen steckt einfach viel mehr drin und ich mag die Aufmachung. Das hat bei mir einfach auch echt gezogen. Ich bin ein Verpackungsjunkie. Die Sachen kommen in so Kartönchen und sind recht hochwertige Kartönchen und ich habe die mir extra aufgehoben, eben wieder fürs Video, um euch was zu zeigen. Und das hat mir halt unwahrscheinlich gut gefallen. Ich dachte erst so, als ich es nur auf dem Bild gesehen habe und ich habe es ab und zu bei Leon gesehen, dass es irgendwie wie so ein Nagellack aussieht, ne? Also man könnte meinen, so Flasche, bunte Flasche und dann den Hals erinnert stark an einen Nagellack.
aber es ist dann doch um einiges größer, ne? Ich verwende, also das hier verwende ich, seit ich es habe. Also ich habe es mir im Mai gekauft und im Mai habe ich es gleich angefangen anzuwenden. Jetzt nutze ich es gerade nicht mehr so regelmäßig, weil ich so irre bin, wenn ein Produkt was teurer ist. Dann fange ich irgendwann mal an, wenn ich merke, das wird leerer, es weniger zu verwenden, aber das bringt gar nichts. Nützt eure Sachen, weil sonst gehen sie euch echt kaputt. Denkt daran, hier hat es Derivate drin. Das Vitamin C geht nicht unwahrscheinlich schnell kaputt. Das erreicht natürlich nicht das, was ein pures Vitamin C erreichen kann auf der Haut. Aber es ist trotzdem super geil. Ich habe das sofort gemerkt, meine Haut, meine Poren sind einfach freier gewesen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, die sind nicht ganz so groß gewesen. Also es hat ein super gutes Hautbild gemacht und ich bin wirklich, wirklich überzeugt davon. Könnt ihr mir vorstellen, dass ich mir das nochmal hole? Könnte ich mir wirklich vorstellen. Das Produkt hier habe ich als letztes angefangen, weil da war irgendwann mal das Video von der Maggie und Marek, wo es um das Hyaluron gegangen ist und um Produktversprechen bezüglich verschiedener Molekülgrößen und was es mit der Haut macht. Bringt es überhaupt was auf der Haut? Es bringt nichts. Also fallt da nicht auf so Werbeversprechen rein. Wichtig ist aber, dass ihr ein Produkt findet, mit dem ihr zurechtkommt. Dass ihr vielleicht ein Hyaluron auch findet, mit dem ihr zurechtkommt. Dieses mit den Molekülen und so spielt im Endeffekt keine Rolle. Das heißt nicht, dass diese Produkte, die mit der Tatsache werben, schlecht sind, sondern du musst einfach darauf achten, bringt es meiner Haut was oder bringt es meiner Haut nichts? Das beste Beispiel ist das neueste Produkt von No. Das hat für meine Haut gar nichts gemacht. Absolut gar nichts. Da ist das von Isana, dieses Age Performance Serum, für mich am allerbesten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist auch super gut. Allerdings, und das habe ich bei dem ganzen Hin und Her, welches Set ich jetzt nehmen soll, und ich hatte eben dann auch drei Produkte auf einmal gekauft habe, war ich zu faul, alles durchzulesen oder habe was überlesen. Hier ist ein Carbomer drin. Ihr wisst, ich achte auch auf Inhaltsstoffe, die schwer abbaubar sind und Carbomere sind halt auch schwer abbaubar. Sagen wir es so, wie es ist. Und hier steckt eins drin. Das ist in den anderen zwei. Wenn ich jetzt wirklich nicht schon wieder den gleichen Fehler gemacht habe, steckt in den anderen zwei nicht drin. Finde ich immer ein bisschen schade, aber gut, Fehler können auch mir passieren. Ich versuche halt meinen Impact, den ich auf die Natur habe, bezüglich Plastik so gering wie möglich zu halten. Außer ich kaufe eben auch noch Produkte, die eben in Plastik verpackt sind. Das darf man halt einfach auch nicht vergessen. Also ich bin auch nicht perfekt, aber was so Produkte betrifft, versuche ich so gering wie möglich zu halten. Manchmal rutscht mir was durch und jetzt hat mir wieder was durchgerutscht. Aus Fehlern lernt man. Übrigens, Terramite bietet oder informiert unter jedem Produkt anhand der Situation der wirtschaftlichen im Moment, dass sich einzelne Inhaltsstoffe so ein bisschen verändern könnten, auch in der Konzentration. Dann ändert sich halt so ein bisschen was in der Reihenfolge auch von den Inhaltsstoffen. Du weißt ja, die Inzis fangen oben das meiste an, unten das wenigste und da kann sich ein bisschen was verändern an der Produktion, weil wie gesagt die Rohstoffe nicht so oder so regelmäßig zur Verfügung stehen. Und ich mag es trotzdem. Ich finde es wahnsinnig, dass das eins der ersten Produkte ist, was wirklich richtig krass Feuchtigkeit bei mir in die Haut reinbringt. Also da gibt es halt wirklich erhebliche Unterschiede, weil ich habe da ja echt auch schon wahnsinnig viele Hyaluronprodukte ausprobiert. Das ist echt krass. Nachkaufen würde ich es anhand des Carbomers nicht mehr. Das wisst ihr. Ist mir halt, wie gesagt, durchgerutscht. Nichtsdestotrotz mag ich es aber trotzdem. Letztes Produkt ist Ceramidprodukt. Also die zwei Produkte waren mir wichtig. Ne? Und das Hyaluron war halt so ein Zusatz. Also auf die zwei habe ich Auge gemacht. Und für mich wäre die perfekte Kombination für das Set gewesen, wenn jetzt ich da noch ein Vitamin A-Produkt gehabt hätte. Na, also dieses Retinol hätte ich unwahrscheinlich gerne ausprobiert und das werde ich in Zukunft auch noch ausprobieren, bin ich mir hundertprozentig sicher.
Das hier sind aber Ceramide und da hat es, ich habe sie nicht gezählt, glaube 5 sind drin. Verbessert mich in den Kommentaren, wenn ich jetzt falsch liege. Ich habe euch auf jeden Fall auch wieder die Inhaltsstoffe aufgeschrieben. Ich habe, wie gesagt, die Ceramide nicht gezählt. Und bei mir funktionieren Ceramide unwahrscheinlich gut. Gerade in Verbindung mit Urea beispielsweise. Das ist für mich so die perfekte Kombination. Und ich pimpe damit halt meine Balea Urea Creme auf. Und das funktioniert für mich wie eine Eins. Und ja, die ist auch schon recht leer. Dieses Produkt hat eine etwas festere Konsistenz. Also das ist nicht so flüssig wie die anderen, das ist mehr so in Richtung Creme. Und für das steht natürlich auch pH-Wert 5 bis 5,5. Das ähnelt natürlich dem pH-Wert deiner Haut. Deswegen wird es auch so unwahrscheinlich gut vertragen. Und auch hier brauchen wir nicht, um wegen der Verpackung zu sprechen. Das sieht einfach irre gut aus, finde ich. Ja, also ich habe, wie schon erwähnt, immer gedacht, das sind so kleine Fläschchen, so wie Nagellack, aber die sind halt wesentlich größer und der Pumper ist halt einfach super geschickt. Also es ist nicht wie sonst die Pipette, die mir zum Teil wirklich auch auf die Nerven geht. Und ich muss bei den Pumpern auch sagen, da kommt auch immer die richtige Menge raus. Das ist was, was ich bei vielen Produkten halt wirklich so ein bisschen bemängle, wo man genau merkt, der Hersteller möchte, dass da mehr rauskommt. Weil ganz klar, je schneller das Produkt leer ist, desto schneller kaufst du sie eventuell wieder nach. Und es gibt wenige Produkte, wie beispielsweise die Produkte von La Shenya, die eben auch Produktspender hat. Da kommt einfach die richtige Menge raus. Und das ist einfach, ich liebe das. Und wenn du wirklich ein bisschen mehr noch brauchst, dann drückst du lieber ein zweites Mal drauf. Aber wenn du eben bei einem Pumper schon so viel Produkt aus der Flasche draußen hast, kannst du es halt nicht mehr zurückgeben. Und das haben wir hier bei allen drei Produkten nicht. Also das hat eben auch die perfekte Konsistenz. Zieht bei mir unwahrscheinlich gut in die Haut ein. Da ist echt nichts zu meckern. Ich habe solche Produkte wirklich in der Form noch nie erlebt. Kennst du Teramide? Wahrscheinlich von Leon hast du es irgendwo gesehen und dann hat es der ein oder andere eben auch gekauft. Hast du die Produkte schon ausprobiert? Welche Erfahrungen hast du? Kennst du die anderen Produkte? Kennst du beispielsweise das Retinol? Würde mich interessieren. Frage an dich. Bitte schreib es mir unten in die Kommentare. Ich wäre da echt ein bisschen gespannt. Schreib mir auf jeden Fall dazu, was für ein Hauttyp du wirst. Ich bin normalerweise jemand, der jetzt nicht unwahrscheinlich viel Geld für seine Skincare-Routine ausgibt. Aber manchmal sind da eben so Goodies dabei. Und jetzt habe ich halt wirklich was richtig Teures für mich gekauft, wo ein Produkt im Schnitt eben 30 Euro kostet, wenn man eben so ein Set kauft. Wenn man es einzeln kauft, 35 Euro, ein einzelnes Produkt. Ich glaube, das hatten wir aber bei Colibri auch. Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Ob das wirklich so teuer war. Weil bei Face Theory habe ich auch schon ein bisschen mehr Geld liegen gelassen. Aber da hatte ich, glaube ich, auch mehr Produkte im Endeffekt. Wir lassen es mal so stehen. Ich würde sagen, ich melde mich ab an der Stelle. Sag danke fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlassen einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.